Hallo Leute, heute wollte ich mitnehmen auf dem Weg zur Arbeit und euch zeigen, an welchen Pokémon Spawn Points und Pokestops ich auf dem Weg vorbeikomme. Und natürlich bin ich hier als Beifahrer unterwegs, denn don't Pokémon go and drive. So, als allererstes schnappen wir uns hier ein Taubsi weg. Das Video ist um einiges beschleunigt. Es ist nicht so, als würde ich hier mit 100 km/h durch die Stadt gefahren werden. Aber da haben wir schon die 100 XP eingesackt und einen kleinen Taubsi, der mir für mein Glücksei noch extrem viel bringen wird, denn alle 4 Taubsis haben wir dann 1000 XP. Hier noch ein Ratzfatz und da sind wir schon bei mir am Busbahnhof vorbeigedüst und ja, fahren jetzt gleich hier über die Wipper oder Wupper, ich weiß gar nicht, was in der Stelle schon ist, und biegen links ein in Richtung alte Drahtzieherei bei uns. Ja, ein paar Items eingesammelt, bei 62 XP sind wir. Und das Coole an der Stelle ist, neben dem Taubsi, neben dem Volvi, was da spawnt, dass wir hier eine richtig lange Graffiti-Wall haben. Ihr werdet gleich sehen, dass da ziemlich viele Pokestops aufgereiht sind. Und das ist die komplette Wand dort, die einfach voll mit Graffitis ist. Und, oh Mann, hier werfe ich ja echt wie ein Vollidiot. Aber am Ende ist das 360, was glaube ich, Evoli dann doch meins. Ja, hier gibt es dann erstmal die Graffiti-Wand mit allen möglichen Graffitis. 512 haben wir schon. Der Lebenslauf alt und so weiter und so fort. Kurz die Arena checken. Genau, die Kollegen von Team Gelb haben die jetzt hier schon gehalten. Übrigens, auf dem Rückweg von der Arbeit war das Ganze dann eine Level 10 Arena von Team Gelb. Und ich habe natürlich auch ein entsprechendes Pokémon dort reingepflanzt, um Team Rot und Blau ein wenig zu ärgern. So, jetzt sind wir schon fast durch bei der Tour. Hier noch ein Evolvi kurz vorm Pennybones mitgenommen. Man sagt, beim Pennybones wäre ein Epic Spawn Point. Hier werfe ich wieder als Idiot. Naja gut, Curveballs wollen halt gekonnt sein. Naja, hier seht ihr schon, wie viele Items mir der kurze Weg zur Arbeit schon gebracht hat. Einige Pokebälle, Beleber, Tränke. 1020 XP, 3 Taubsis, ein Ratzfatz und 2 Evolis. Da vorne der McDonalds-Kreisel mit dem letzten Pokestop, der Mann auf einem Bein und dann zum Schluss wird raus und kurz vor der Arbeit bis dahin ist dann gar nichts mehr. Ich denke mal, kann sich schon ganz sehen lassen. Ist euer Weg zur Arbeit besser? Dann lasst mir noch einen Kommentar da. Und bis dann. In dem Sinne, ciao, Dakao.